Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 2. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in der Kanalisation weiter, haben Ada gerettet. Tatsächlich, sie wurde von einem riesen Krokodil belästigt und angegriffen. Und sie hat uns mit Verbandszeug eingeschmiert, beziehungsweise sie hat uns einen Verband umgewickelt. Und wir hatten beim letzten Mal die beiden Medaillen hier gefunden. Adler- und Wolfsmedaille. Und wenn ihr den ersten Teil geschaut habt, dann wisst ihr, in was für einen Bereich wir jetzt kommen. Nämlich in den letzten großen Bereich. Dann würde ich sagen, setzen wir die ein. Oh Mann, es wird spannend. Es wird sehr spannend. So, was passiert? Wir haben beide Medaillen. Ah, okay. Das Wasser wird also abgelassen. Alles klar, cool. Das heißt, wir verlassen jetzt die Kanalisation. Gehen wir raus. So. Und jetzt wird's unheimlich. Oh, hört euch diese Musik an. Hört euch diese Musik an. Oh Gott, ich kriege hier echt eine Angst. Oh Gott. Oh, ich kriege hier... Oh Gott. Was war das? Ach du Scheiße. Diese Musik. Oh Gott. Oh. Wir sind in der Höhle. Ach du Scheiße. Oh. Alter Falter. Okay. Oh, diese Mucke. Was haben wir hier? Lass es einfach auf euch wirken. Hier ist nichts. Okay. Und. Wow! Ui, was ist das denn? Eine Seilbahn, oder? Eine Seilbahn! Wie cool. Ein Steuerpult für die Himmelsbahn. Wollen Sie den Strom einschalten? Ja, mach mal. Wir fahren damit! Cool! Aber die Musik hier gefällt mir gar nicht. Oh Gott. Ich hasse diesen Soundtrack. Okay. Krass, wir steigen da ein. Okay. Cool, wir fahren mit so einer unterirdischen Gondel. Okay. Okay. Wir fahren damit weg. Okay, was passiert? Oh! Ach du Heilige! Ach du Heilige! Ah, ich glaube, da müssen wir einfach ausweichen. Schaut euch das an! Ey, wie ekelhaft! Wie eklig! Bäh! Freunde. Ada, ja, schieß drauf, genau. Gute Idee. Aber ich glaube, das bringt nichts, Ada. Ada, das bringt nichts. Das blutet nur ein bisschen. Boah, ist das wie ekelig, ey, echt. Ah, okay. Einfach ausweichen. Ey, da lass es. Bringt nichts. Ah! Boah, ist das eklig, ey. Dieses Vieh ist hier irgendwo. Oh Gott. Okay. Was? Aber die Bahn ist echt groß, muss man sagen. So. Ist jetzt endlich diese gruselige Mucke weg? Warum flackert das manchmal so? Naja, keine Ahnung. So, was ist hier? War die fahrerlos, ne? Die war fahrerlos. Wie cool. Eine fahrerlose Kabine. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Leerstehende Fabrik. Aha. Okay. Auch interessant. Noch eine Fabrik? Noch eine Fabrik hier. Ja. Die Musik gefällt mir aber besser als die letzte. Was ist das denn? Ein Waffenschrankschlüssel. Wow. Okay.
So, was haben wir hier? Eine Leuchtrakete. Ich brauche etwas, um sie zu zünden. Leon, du hast hier Feuerzeug. Zünd die mal. Ui. Okay. Das war jetzt einfach nur ein Licht. Geht das nochmal? Nee. Sieht aus wie eine Leuchtrakete. Sie ist schon abgefeuert worden. Okay. Ach. Das war wahrscheinlich dafür, wenn wir jetzt hier nicht geklickt hätten, hätten wir da was blinken sehen oder so, glaube ich. Hallo, Ada. Du bist ein bisschen aufdringlich. Na gut. Alles klar, ich glaube... Nee, lasst uns erstmal hier gucken. Gibt es hier noch irgendwas an dieser Bahn? Ich meine, das war echt cool, dass wir damit gefahren sind. Ja, zum Glück ist die gruselige Mucke weg. Gott sei Dank, ey. Das war eine eklige Szene. So, was haben wir denn hier? Zombies! Ganz normale Zombies. Aber die sind nie um die Ecke. Ich glaube, hier in dieser Szene ist es tatsächlich so, dass wir Muni sparen können. Ada schießt drauf! Genau! Seht ihr das? Ada schießt auf die Zombies drauf. Der steht nochmal auf. Komm! Ada schießt drauf! Schieß drauf, genau. Danke, Ada. Oh, da kommt noch einer. Ada, los. Schieß. Danke. Boah, Ada, du bist so eine Hilfe. Bleib liegen. Wo ist der Nächste? Da ganz hinten, okay. Dann komm. Ada, schieß drauf. Bam, bam. Hält sie wieder die Waffe schräg. Das ist so cool. Sie hält wieder die Waffe schräg. Aua. Gut, der ist tot. Jetzt kommst du mal her. Ada, schieß drauf. Schieß drauf, Ada. Boah. Zombies metzeln hier. Der lebt noch. Okay. Ha, okay. Ada, komm her. Hier ist noch einer irgendwo. Nee, hier nicht. Okay. Ich schieb dich mal zur Seite. So, haben wir denn hier jetzt irgendwas, was wir noch mitnehmen können? Das ist ein Zombie. Aber er lebt nicht mehr, okay. Hä? Ah doch, aha! Was? Gewehrteile? Was zur Hölle? sieht aus wie die Teile einer Schrotflinte. Wir können unsere Schrot modifizieren. Oh mein Gott. Wow. Schau dich mal das Teil an. Spezialgewehr. Remington M1100. Die lange Version mit Halbautomatik. Der lange Lauf sorgt für ein engeres Einschussfeld. Und wieder 7 Schuss. Das ist 7 Schuss statt 5. Das ist nicht schlecht. Geil. Also wir haben jetzt eine noch stärkere Schrotknarre. Das ist natürlich mega gut, ey. So, hier ist einfach nur eine Tür. Okay. Gehen wir einfach mal weiter. Was haben wir hier noch? Noch mehr Zombies. Aber ich glaube... Genau, die sind um die Ecke. Ey, da schießt drauf. Komm. Ada, da ist ein Zombie. Danke. So. Ich will ein bisschen Munition sparen hier. Der steht wieder auf, Ada. Okay, passt. Nee, der ist immer noch nicht tot, oder? Doch, er ist tot. Ist klar. Boah, wo sind wir denn hier? Wir haben keine Karte von diesem Gebiet. Okay. So, dann einmal raus. Ach du! Boah! Das sind 2! Ada, schieß drauf! Komm! Boah, sehr gut! Und weiter! Doppelschuss! Cool! Oh, die spielen beide wieder auf! So, bisschen Muni sparen und hinter uns! Schieß drauf, Ada! Komm! Genau, du machst einen guten Job hier, Ada! Du machst einen richtig guten Job, du!
Durch dich können wir hier ein bisschen Money sparen. Das ist natürlich mal mega nice. So, was haben wir denn hier in diesen rostigen Gängen? Oh! Zwei Kräuter. Ja, toll. Ja, toll. Das ist jetzt halt wegen diesem blöden Ventilgriff kann ich das eine Kraut nicht mitnehmen. Ach. Ich hoffe, dass hier bald mal eine Kiste kommt, ey. Ich laufe da jetzt nicht nochmal zurück. Boah, wie die zucken, ne? Richtig krass. Oh, da ist eine Leiter. Mhm. Gut, gehen wir da hoch. Wollen Sie die Leiter raufklettern? Jawohl. Alles klar. So. Oh. Nochmal eine andere Musik. Oh. Haben wir hier eine Kiste? Wir haben hier eine Kiste. Oh, geil. Okay. Das heißt, wir können uns jetzt hier wieder ein bisschen beruhigen. Wir haben keine Story-Items, ne? Wir haben keine Story-Items. Doch, diesen Waffenschrankschlüssel. Das grüne Kraut kann raus. So. Ah, cool. Alles klar, das heißt, wir können da erstmal nochmal zurück. Leon, geht da erstmal bitte nochmal zurück. Geile Musik hier. Den Soundtrack finde ich richtig gut. Aber erstmal, wie gesagt, nochmal zurück. Wo ist Aether? Die bleibt einfach da oben drin. Ja, ist okay. Ist ja sicher da oben, ne? Oder sie hält es nicht mehr bei dir aus, Leon. Das kann natürlich auch sein. So. Aber wir müssen halt das Kraut mitnehmen. Da bleibt uns nichts anderes übrig. So. Nee, ich will nicht mehr zurück. Ich möchte wieder zu meiner geliebten Kiste. Oh mein Gott, das ist so gut. Wir haben eine Kiste. So, wir sind hier echt in so einer Fabrik irgendwie. Cool. Cooles Gebiet. So, dann können wir uns jetzt ja vernünftig mal hier umgucken. So, was ist das? Da liegt ein Farb... Ey, da gehst du mal aus dem Weg. Mensch. Ein Farbband. Boah, spannend gerade, ey. Richtig spannend. Schreibmaschine. Ja, speicher mal. Warum denn nicht? So. Leon A. 05 Fabrik. Genau, Fabrik. Ah, cool, ey. So eine Bergbaufabrik. Boah, da stelle ich mir auch irgendwie unheimlich vor, in so einer Bergbaufabrik rumzurennen. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde Bergbau irgendwie beengend. Hier ist der Terminplan des Managers notiert. Sieht nicht so aus, als wäre er in letzter Zeit mal benutzt worden. Ja, das sieht alles sehr alt hier aus. Einmaschinenkontrolltafel. Oh, da liegt noch Magnomoni. Ja, ich meine, okay. Lass da... Einfach mal Magnomoni. Ja, warum nicht? Cool. So, aber wie gesagt, erstmal das ganze Zeug hier rauslegen. 4 Heilsprays. Oh Mann. Ah, die ganzen Items jetzt natürlich, ne? Das grüne Kraut kann auch raus. Ja, sorry, aber ich will hier Ordnung halten. 4 Heilungssprays. Wer es braucht. Dieser eine blöde Schuss da. Na gut, okay. Gut, Leon, hol dir noch die Magnum. Nein, 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 nein. Ja, wenn du verpasst hättest, ist das jetzt natürlich abgelegt, ne? Klar. Komm, Leon, hier. So, Magnum-Patronen nochmal mitnehmen. Alles klar. Das heißt, die werde ich aber auch nochmal ablegen. Und? Wisst ihr was? Es ist soweit. Wir rüsten die Magnum mal aus. Wir nehmen die mal mit. Ich glaube, wir werden es brauchen. Okay. Nimm dir... Ach, nee. Oder, nee, nee, erstmal nicht. Weil es kommt gleich eine Szene. Ja, die wird anstrengend. So. Leerstehende Fabrik.
Alles klar. Boah, coole Musik hier, ey. Ich find's cool. Ich find die echt cool. So. Boah, das sieht geil aus. So eine Lagerhalle hier. Richtig cool. So. Okay, Freunde. Muni. Ja, sehr schön. Gibt's hier noch irgendwas? So eine Fabrik, da gibt's doch bestimmt viel Muni. Wow. Das ist ein geiles Bild. Dem Mond da, schaut mal. Das heißt, wir sind draußen. Und wir haben da eine Fabrikkarte. Mitnehmen? Ja klar, mitnehmen. Dann gucken wir doch mal, was es hier noch so gibt. Ja, toll. Nix mehr. Am Ende kommt die Karte, wisst ihr? Na ja, gut. Boah, das sieht richtig cool aus mit dem Mond. Oh, was ist das denn? Irgend so ein alter Zug hier. Wow, cool. Gibt's hier irgendwas? Nee, okay. Gucken wir mal weiter, ob es hier noch irgendwas gibt. An diesem Zug hier vielleicht noch irgendwie was? Was ist das denn hier? Das sieht aus, als würde damit die Drehscheibe gesteuert. Da ist ein Schlüsselloch. Das heißt, wir haben noch gar keinen Schlüssel dafür. Aber wir können hier rein. Eda, schaut mal, die steckt da fest. Ah ne, sie ist intelligent. Sehr gut. So, dann gehen wir mal in diesen Zug hier rein. Das ist ein richtig cooles Gebiet, ey. Bergbau und so. Was ist das da? Nichts. Okay, wir sind jetzt hier im Zug drin, ne? Was ist... Gibt's hier irgendwas? Irgendwas? Oh ja, tatsächlich. Magnum Muni. Ganz genau. Wir kriegen nochmal Magnum Muni. Aha. Der Schalterschlüssel für draußen schon. Okay. Na gut. Alles klar. Dann gibt's hier sonst noch irgendwas? Das ist das Fahrerhaus scheinbar. Nee. Aber ich finde das cool, diese Gebietsvielfalt hier. Richtig cool gemacht. Okay, Freunde. Allerdings, ich weiß es jetzt gerade nicht, ob wir da jetzt wirklich mit einer Heilung rumrennen sollen. Ja, kommt. Wobei, können wir nicht erst den Schlüssel benutzen? Wir haben jetzt einen Schlüssel. Nee, ich glaube, dann geht's direkt runter, ne? Ja. So. Wollen Sie den Einschaltkopf betätigen? Nein. Noch nicht, Freunde. Noch nicht. Ich möchte gerne erstmal nochmal zurück und mir noch eine Heilung holen. Weil ich weiß genau, was da kommt. Und, ich glaube, das wird ein bisschen anstrengend. Sagen wir es mal so, also... Der Bereich, der da kommt, ja... Der wird heftig. So. Aber... Das soll uns erstmal nicht weiter... tangieren. Ja. Nimm dir das Dreierkraut mit. Vorsichtshalber. Ich weiß, dann sind wir zwar voll, aber... Ich gehe lieber auf Nummer sicher und bin voll, als dass ich hier abkratze mit dem leeren Inventar. Ihr merkt es, ich habe ein bisschen Schiss hier zu sein. Aber gut. Bleibt uns nichts anderes übrig jetzt? Lass uns hier diesen Knopf drücken. So, zack. Oh! Wir fahren los, wohin auch immer. Ins Ungewisse. Alles klar, Freunde. Oh, Filmszene. Boah, und wir fahren runter. Ach du Heilige. Boah. Ada! Ada! Can you hear me? Come on, snap out of it!
Genau. Ganz genau, Freunde. Was ist das hier? Was ist das? Oh Gott. Oh, schreck mich doch nicht so. Sicherheitstafel. In einem Notfall schaltet sich das rote Licht an und der Zugang von außen wird für eine begrenzte Zeit abgeriegelt. Oh Mann. Okay. Ja, Ada, du bist... willst du nicht erstmal Ada helfen? Na gut, okay. Ja, wir kommen nicht mehr rein. Scheiße. Ach, Himmels Willen. Ich rüste mal die Magnum aus, weil ich glaube, jetzt wird es... monströs. Oh, genau. Oh Gott. Boah, ist das widerlich. Oh Gott. Ach du Scheiße, Freunde. Er hat mir den Kopf gekriegt. Und diese Musik ist so geil, Freunde. Diese Musik ist so Hammer. So, schieß einfach drauf, Leon, und hau ab. Das ist William, Freunde. William Birkin höchstpersönlich. Der sich den G-Virus gespritzt hat. Wow. Boah, ey. So, schieß einfach drauf, los. Der ist sehr langsam. Schieß drauf weiter. Seht ihr, dass wie viele Magnumschuss der braucht? Boah, diese Mucke ist einfach so geil hier. Hört euch die an. Oh Gott. Jetzt wird er sauer gleich. Hä? Wie jetzt? Wie jetzt? Nee, oder? William, was ist los? Du siehst so ekelhaft aus, aber dann... und kriegst einen neuen Kopf und so, hast ein Auge im Arm. Aber dann hältst du nur 10 Markumschüsse aus. Was ist denn hier los? Naja, gut, okay. Dann haben wir es halt geschafft, ohne Heilung zu verbrauchen. Schaut euch mal diese monströse Shotgun an. Leon übertreibt gerne, habe ich das Gefühl. Ja gut. Freunde, das war schon mal ein Kampf gegen William Birkin. Die Mucke war richtig geil. Und wir fahren weiter runter. Das sieht so cool aus im Hintergrund. So, kümmern wir uns um Ada. Den Kampf habe ich echt schwieriger in Erinnerung, muss ich sagen. So, Ada. Wir sind da, wo auch immer. Don't die on me, Ada. Come on. Wake up. Come on. Okay. Wow. Willkommen im Forschungslabor. Das große Labor von Umbrella. Und wir gehen rein. Ach, cool. Nächste Cutscene hier. Welcome back. Hey, take it easy. We're inside Umbrella's secret lab. I'll go find something to treat that wound, so just rest here in the meantime. But I'll only slow you down with these injuries. Go, save yourself. I told you, it's my job to look after you. But you'll be in danger if you stay with me. I know I've only known you for a short period of time, but I really enjoy being with you. I know I'm not capable of caring about anyone, but I don't want to lose you. We're leaving this place together. Wait here for me. I'll be right back. Oh, Ada mal von einer ganz zerbrechlichen Seite. Ach, ich liebe diese Musik, die hier im Hintergrund läuft. Ich weiß nicht, die hat sowas Mysteriöses. Da ist Ada, ja, Leon, du hast ihr den Arsch gerettet wieder. So rettet ihr euch gegenseitig den Arsch, so ungefähr. Ach, Ada, Mensch.
Ja, sie möchte nicht, dass Leon in Gefahr gerät. Oh, Shotgun-Muni, cool. Kann man verstehen. Also Leon gibt sich auch alle Mühe, Sicherheitshandbücher. Dass es allen gut geht. Farbband, ja, okay. Wie gesagt, Ada muss sich ausruhen. Wie gesagt, sie hat da eine üble Wunde am Arm. So, wie machen wir das denn jetzt am besten? So, ich kann wieder raus. Der Kampf da draußen, der war ja echt einfacher, als ich gedacht hatte, ey. Ich glaube, diesen Waffenschrankschlüssel werden wir ja früher oder später brauchen. Aber der kann erstmal auch nochmal raus. So, sammelt man nochmal das Zeug hier ein. Da liegt was, was mir sehr gut gefällt. Nämlich Magnum-Munition. Mal wieder. Wir werden hier echt auf was vorbereitet, ne? Und ja, wie gesagt, die letzte Ruhe vor dem letzten Sturm hier sozusagen. Das Labor von Umbrella. Ja, da habe ich echt schon Respekt vor. So, dann packen wir mal die Munition nochmal hier rein. 24 Stück, meine Güte. Plus die 4, die da drin sind. Ist schon ordentlich. Ich glaube, so können wir rumlaufen beim nächsten Mal. Gibt's hier noch irgendwas? Bevor wir da rausgehen in die Hölle? Sicherheitshandbücher, ne, brauchen wir nicht. Nein, brauchen wir nicht. So. Den Schrank haben wir aufgemacht. Ada liegt da und muss sich ausruhen. Ich meine, sie hat auch einen blutigen Unterarm. Ach gut, Freunde, genießen wir nochmal kurz diese Musik. Und ja, dann würde ich mal sagen, das eignet sich perfekt für einen Cut. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute, dann würde ich sagen, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und wie es dann hier weitergeht im Labor von Umbrella, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ja? Tschüss.